Die Heimmannschaft, der FC Köln. Herzlich willkommen zu den Highlights des Deutschen Eisfußballpokals 2015. Eisiger Untergrund, heiße Derbys und eine Arena, die kocht. Beachvolleyball, Olympiasieger. Der eine ist von den Fraport Skyliners, das ist Basketball-Bundesliga. Der andere ist von den EWE Baskets Oldburg, ist auch Basketball-Bundesliga. Haben auf jeden Fall. Der sieht schön beknackt aus hier. Also, wir haben auf jeden Fall 16 Finalteilnehmer. Hier, guck mal, der Hai, wie der angeflogen kommt. Sensationell. Und jetzt haben wir von den EWE Baskets aus Oldenburg das Maskottchen. Und das sieht fast so aus, als würde er hier das Rennen machen in diesem unglaublich spektakulären Event. Ja, ich glaube, er hier von den EWE Baskets aus Oldenburg, von den Basketballern, der hat's gemacht. Aber es war noch mal richtig eng. Der Mann hat gewonnen! Vier Länderspiele für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir haben Flitzer auf dem Eis. Das ist großes Kino. Wie fange ich auf diesem Untergrund einen Flitzer? Sensationell. Entscheidung im Kampf um den Einzug ins Finale zwischen dem FC und dem HSV. Auf Mann, und das heißt, trifft der HSV jetzt. Dann war es das für den ersten FC Köln. Er muss treffen. Und er trifft. Und zwar ganz souverän, mit Stolperanlauf, mit Rutschanlauf. Raab gegen Pickner. Trifft er, ist das ein großer Schritt in Richtung Finale und in Richtung Ekstase hier in der Arena. So, jetzt bin ich gespannt, was nimmt er denn für einen Anlauf auf dem Boden? Nee. Janke gegen Reckermann. Wieder die Chance für den HSV, ins Finale einzuziehen. Pfeifkonzert in der Arena. Und er macht's. Der HSV ist im Finale. Der erste FC Köln dann leider im Halbfinale ausgeschieden. Und der HSV steht im Finale. Und jetzt schauen wir mal, wer dort der Gegner sein wird. Ob Borussia Mönchengladbach oder der erste FC St. Pauli. Wir haben von Elton gehört, St. Pauli setzt auf Defensive und da machen sie vorne das erste Tor. Paczynski. Klasse Hereingabe und Nico Paczynski ist zur Stelle. Ball gespielt. Ball gespielt von Hanke, wir hören es von Schiri Aust. Aber Schiri! Nächste Gelegenheit, Dinze legt nochmal quer, wunderbar gespielt. Dicke Chance, 2-0. Was ist denn hier los? Wieder Paczynski, Doppelpack. Innerhalb von 90 Sekunden. Ich denke, die Entscheidung ist korrekt. 3-0 für den FC St. Pauli in diesem Halbfinale gegen Mönchengladbach. Und dann haben wir also das Derby. HSV gegen den FC St. Pauli. Also, wer wird Nachfolger des VfB Stuttgart 2009? Ausrutscher und jetzt Überzahlspiel. Es kann ein bisschen gehen, dann querlegen. Ist gut gespielt und wieder ist es Paczynski. Ja, der ist ja unglaublich. Von wegen, der hat das Höschen gewechselt. Wow, was für ein Strahl aus dem Fußgelenk. Dafür ist er bekannt. Jörg Alberts, aus dem Nix, einfach aus dem Gelenk hier. Und bumm! Und so ist der HSV hier wieder im Geschäft. Hertzsch, wunderbar gespielt! Und Beinlich, Doppelschlag HSV. 2-1, kalt erwischt St. Pauli. Wunderbar gespielt. Und Beinlich ist zur Stelle. Und so schnell dreht sich das Ding hier. Und damit
Kommen wir zu der Mannschaft, die heute hier gewonnen hat. Sie haben sich hier hinten aufgebaut, strahlend übers ganze Gesicht. Der Eisfußball-Pokalsieger des Jahres 2015 hier in der Lanxess Arena ist der Hamburger Sportverein. Yeah.